Jo, und da sind wir da bei Kingdom Hearts 2. Beim letzten Mal haben wir Winnie Poohs Welt abgeschlossen und sind wieder nach Halloween Town gekommen. Wo habt ihr die Geschenke hingetan? Wir haben es auch gesagt, wir haben sie nicht. Was macht ihr denn hier? Wir suchen nach Teilen für diese neueste Schöpfung. Schöpfung? Dr. Finkelstein bastelt uns einen Spielkameraden, einen, der noch unserer Pfeife tanzt. Stimmt, dass der Doktor in letzter Zeit sehr hart an irgendeiner Sache arbeitet. Und überhaupt, Weihnachtsgeschenke sind langweilig, überhaupt nicht gruselig oder grausig. Wozu sollen sie also gut sein? Genau. Hier gibt es nichts, was Spaß macht. Gehen wir zurück nach Halloween Town. Waren diese drei Racker diejenigen, die die Geschenke genommen haben? Sieht eigentlich nicht so aus. Dann bleibt uns nur noch Sally. Ach, so ein Glück, ihr seid alle hier. Stimmt etwas nicht? Die Herzlosen sind wieder auf dem Fallballplatz. Ich dachte, das solltet ihr besser wissen. Das ist unser Einsatz. Zurück nach Halloween Town. Einen Augenblick. Was mit der Sache nach dem Geschenkedieb? Mit der Suche? Jetzt, wo du es erwähnst, die Herzlosen spielten mit ein paar Geschenken, als ich sie gesehen habe. Aha, da haben wir also die Schuldigen. Darf ich jetzt den ganzen Weg dahin laufen oder werde ich wenigstens so nett? Ne, ich werde natürlich nicht dahin geportet direkt. Ach gut, dann laufen wir halt zu Fuß nach Halloween Town zurück. Ein seltener Herzloser. Wo? 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 Ja. Herzloser? Da. Toppreis. Wow, 1200. Oh, ein paar Schattenschalke. Ach, hier waren ja auch so ein paar Gegner, die ich nicht so wirklich mochte, ne? Waren das nicht diese Viecher? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Wow, die haben aber verdammt viel HP. Ja, ist ja gut. Moment, da war was. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Bleibst du mal hier? Bis hin. Ich hätte gerne nochmal so ein Teil. Ne, hätte er bekommen, jo. Ist hier noch so ein Teil? Ich hätte es fast gehabt. Vielleicht, wenn ich jetzt in das Gebiet nochmal reingehe. Weil der hat ja verdammt viel Erfahrung gebracht. Kommt da noch so einer? Hier irgendwo? Hallo? Hallo? Nee, schade. Na komm. Meister! Welche Farbe habe ich? Nee. Ach, die waren die Dinger, die ich nicht mochte. Die immer auf mich geschossen haben. Haben die überhaupt gerade Drive-Kugeln gebracht? Ich weiß es gerade nicht. Ich hoffe es doch mal. Damit es doch mal lohnt, dass ich sie einsetze. Da haben wir ein paar Drive-Kugeln. Ja, wunderbar. Da hat es sich auf jeden Fall gelohnt. So, den haben wir nochmal kaputt, denn der hat viele große Drive-Kugeln gegeben. Schnell. Nicht mehr viel Zeit. Komm. Nein, verdammt. Ganz knapp nicht. Fast. Das hätte sicher noch ein paar gute Punkte auf die Meisterform gegeben. Schade. Neue Abilities? Goofy? Achso, ja stimmt, der Autowechsel. Oh. Klingt auch gar nicht mal so schlecht. So, hat das jetzt eigentlich was gebracht für die Meisterform? 167, ja, ich glaube schon, dass es ein bisschen was gebracht hat. So, erstmal kurz heilen.
Wlum. Habe ich irgendwelche Materialien gefunden? Ja, habe ich. Bringt das denn was? Nein. 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 Kann ich nochmal irgendwas kaufen? Ich glaube, die haben wir schon, ne? Ja. Wenn sie jetzt auch damit ausgerüstet sind. Ja, dann auf nach Halloween Town. Oder ins Hinterland, nicht Hinternland. Hinternland klingt aber auch komisch. Da möchte ich nicht unbedingt landen. So, was haben wir denn noch so hier? Ja, Goofy macht wieder seine Drehungen. Wobei, hatte ich nicht Goofy schon in der letzten Welt? Das heißt, Wechsel zu Donald. Er ist jetzt hier wieder dran. Ah ja, hier kleine Blümchen. Donald haut hier ordentlich rein. Oder war das jetzt ganz Jack oder? Okay, hier ist nichts mehr. Aber gehen wir weiter. Zum Friedhof. Sind das Gegner? Ja, das sind es. Ich habe die schon mal gekämpft. Was ist gerade passiert? Ist mir gerade ein Grab auf den Kopf gefallen. Ist es? Ein Grab, ja. Bist du auch nicht? Moment. Feuerwerk. Das war doch das neue von Donald, ne? Kann ich auch endlich mal sehen. Oh, Angriffskraft drauf und Glücksboost. Das sah gar nicht mal so schlecht aus. So, ich habe was gelernt und zwar den Glücksboost. Ich würde sagen, tschüss Ausweich. Fast. Tschüss Ausweichkonter. Ne, nicht Freundboost. Hallo Glücksboost. Fallballplatz, genau, das ist der da. Was ist das denn jetzt eigentlich? Das ist so eine. Ach, auch wieder so ein. Warten auf Eden? Ach da! Wow. Einfach mal total die durchgerockt und alles weggehauen. Hä? Wo ist das? Grabsteine zu entweihen bringt Unglück. Ich entweihe doch keine Grabsteine. Ich doch nicht. Nein, 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 nein. Ihr dürft hier nicht sein. Auf Befehl des Bürgermeisters verlasst Halloween Town. Ach, die Gigschacks. Zu Hilfe! Zu Hilfe! Ich bin nur ein gewählter Vertreter des Volks. Ich kann das nicht alleine schaffen. Sally hatte recht. Wir müssen die Geschenke zurückholen. Mhm. Mittlerweile genug für Rufen? Hol die Geschenke zurück. Na, fast. Jetzt habe ich genug für Rufen. Genie! Hi. Kämpf doch mal mit. Das ist Patscheklatsche. Wow. Super Sonic. Nochmal, Patscheklatsche. Was? Ist das schon ausgelaufen, oder wie? Schade. Auch wenn ich jetzt nicht wirklich nutzen kann. Ich wollte gerade diese... Wow! Alter! Wie viel ziehen die Viecher mir denn bitte ab? Ich habe noch kein einziges Geschenk zurück. Okay, ich nehme es zurück. Ich habe gerade zwei zurückbekommen. Ja, da nicht draufstellen. Ist ungesund. Achso, ich verliere die Geschenke auch, wenn ich getroffen werde. Ich sollte mich ehrlich nicht mehr darauf stellen.
Nicht noch irgendwo ein anderer Gegner gewesen? Ach, mir macht's Schaden, wenn ich da drauf falle, aber den Gegner nicht, oder was? Kommst du jetzt endlich mal hier runter? So, endlich mal da weggelockt. Hat der alle Geschenke jetzt, oder? Ne, das sind nur zwei. Da ist noch eins. Und da ist noch eins. Viele konnte Genie jetzt aber auch nicht ausrichten. Wie schade. Es war ein so wunderhübsches Geschenk. Du, Jack? Hilfe! Ihr müsst mir helfen! Meine neueste Schöpfung ist weg! Sie wurde mir gestohlen! Ja, schön verpackt. Eine Geschenkebox. Ich habe hier gesessen und gegrübelt, als ich Bo plötzlich angegriffen wurde. Ich bin glatt umgekippt. Als ich wieder zu mir kam, war meine Schöpfung weg. Keine Sorge, Doktor. Wir wissen, wer sie gestohlen hat. Wer? Die Herzlosen. Was? Diese erbärmlichen Wichte? Das ist absurd. Das war ganz bestimmt kein Herzloser. Wenn es nicht die Herzlosen waren, wer könnte es dann gewesen sein? Ich hätte da eine Idee. Der Dieb mag ganz offensichtlich Weihnachtsgeschenke. Nun, wir platzieren irgendwo ein paar und locken ihn damit in die Falle. Und dieser Schurkist, das ist dann derselbe, der meine Schöpfung gestohlen hat? Ganz genau. Wie können wir da so sicher sein? Nun ja, das ist doch ganz einfach. Wir müssen ihn nur ordentlich einschüchtern und dazu bringen, ein Geständnis abzulegen. Donnerwetter! Was ist die davon, wenn wir fürs Erste mit Jacks... wenn wir es fürs Erste mit Jacks Plan versuchen? Lass uns schleunigst zu Nikis Haus gehen. Wir müssen schnellstens ein paar Weihnachtsgeschenke vorbereiten. Yay, und wieder zurücklaufen. Okay, doch nicht. Habt ihr die Geschenke schon gefunden? Fast, Nicky Graus. Bald haben wir den Dieb an der Angel mit dem... Bald haben wir den Dieb an der Angel mit Weihnachtsgeschenken als Köder. Dürfen wir ihre Fabrik benutzen, um ein paar Geschenke vorzubereiten? Geschenke als Köder? Du meine Güte, eigentlich gefällt mir das ja gar nicht. Aber da es eine gute Sache ist... Also gut, nur dieses eine Mal. Im zweiten Stock findet ihr alles. Aber macht es mit Hingabe, ja? Dürfen wir jetzt unsere eigenen Geschenke basteln? Ich hätte gerne eine PS3. Okay, wir waren schon geil. Wobei, wenn das hier online kommt, habe ich vielleicht sogar schon eine PS3. Dürfte irgendwann Anfang August das hier kommen. Na, wer weiß. Spätestens Ende August brauche ich ja die PS3 für Tales of Graces F. Mit dir reden? Wollt Geschenke herstellen? Dann benutzt diese Maschine. Ne, ich würde sagen, das machen wir besser in der nächsten Folge. Jetzt kann ich nur kurz mal schauen, was habe ich denn noch wieder... Ich habe schon wieder neues Sachen. Neues Sachen, ja. Zwei Lucid-Kristalle, ein Donnerstein, kann ich auch wieder abgeben. Hä, was war denn jetzt neu? Und die Lucid-Kristalle? Was mit einem Geschenk? Habe ich nicht eben noch ein Geschenk bekommen? So, wollten wir mal was anderes gucken. Und zwar, ne, nicht neue Charaktere, sondern Herzlose. Ob wir da irgendwie noch ein paar neue haben. Und zwar den Sensenmeister. Ach, das war der Boss, okay. Dann haben wir Crescendo. Diese dummen Tröten. Grabo. Ja, fast. Grabomuk. Ja, das Ding mit dem Grabstein oben drauf. Okay, da nichts Neues, niemande. Ja, den Spieler. Sieht auch cool aus. Na gut. Aber das war's mal wieder von Kingdom Hearts 2. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.